Moin Leute und herzlich willkommen im Toniversum. Mein Name ist Toni und mein Kollege Chris, wir beide sind unterwegs auf der Schwentine Richtung Kiel. Jo, und wenn ihr dabei sein wollt, schaut euch dieses Video an. Viel Spaß!
überall. Aufgequollen. Kriegt ja nicht raus. So, jetzt haben wir hier ein richtig schönes Plätzchen gefunden, ne? Wo wir schlafen werden. Richtig schön. Sind wir angekommen hier. Packen jetzt das Kanu aus. Und da vorne bauen wir gleich unseren Nachtlager auf. Sehr schön. Ich habe den Carinthia Tropenschlafsack. Den finde ich echt super. Dazu habe ich noch den Defense 4.
Und in Kombination ist das auch winterfest. Natürlich habe ich wieder meine Biwak-Sack dabei. Wasserdicht, atmungsaktiv. Perfekt. Super. Und in meinen Tropen-Schlafsack packe ich nochmal so ein Baumwoll-Inlet. Weil ich halt einfach gerne in Baumwolle schlafe. So, Schlaflager ist aufgebaut. Heute mal ohne Tarp und alles. Es wird nicht regnen, es ist blauer Himmel. Und jetzt machen wir gleich noch ein bisschen Feuer, uns ein bisschen aufwärmen. Das heißt, erstmal Feuerholz suchen, Feuerstelle vorbereiten. Jo, und dann den Abend genießen. Jawohl. Ja, Mann. Jetzt nur noch klein machen. Hinten liegen ganz viele tote Bäume. Immer schön beim Lagerfeuer natürlich auch Wasser bereithalten. Ne? Ist auch, glaube ich, Gesetz und Vorschrift. Ein Gummiteil. Ist echt praktisch. Und Wasser. Hey, also wenn ihr eine Feuerstelle baut oder ein Feuer machen wollt, ich gucke immer zuerst, ob schon irgendwo eine Feuerstelle vorhanden ist. Denn da braucht man nicht mehr viel machen und ich habe Glück. Hier ist schon eine benutzte Feuerstelle. Direkt am Wasser. Und hier haben wir unser Holz. Das heißt, Stelle gefunden. Ich brauche noch ein bisschen kleines Holz zum Anzünden. Und noch ein bisschen Anzünder natürlich. Gleich wieder da. So, hier habe ich noch Kleinkram. Und hier habe ich ein bisschen größeres. Und davon habe ich ganz großes. Jetzt bereite ich mal das Feuer vor. Sexy, ey. Noch mehr Kleinkram.
reicht ja an Holz. Ne? Das große reicht ja, aber zum anderen brauche ich noch ein bisschen mehr. Die machen habe ich ja irgendwie. So, da habe ich mein schönes Feuercase. Da habe ich alles drin, was ich zum Feuer machen brauche. Feuerstahl und Feuer anmachen. Ich liebe diese Teile. Die kann man nämlich einfach mit Feuerzeug, mit Messer. Kann man die einfach so leicht aufschäumen. Kann man das erkennen? Dann hat man hier so schönes Pulver. Das brennt richtig gut. Feuerstahl. Mist. Ich muss noch ein bisschen mehr Schaum machen. So, das müsste glaube ich reichen. Und nochmal. Und es brennt. Bim-balabim, ich habe Feuer gemacht. Tada! Heute gibt es wieder ganz spartanisch Ravioli zu essen. Das war eine ziemlich spontane Aktion, deswegen habe ich nicht so wirklich darauf vorbereitet. Aber die alten Ravioli-Dosen, die müssen ja auch mal weg. Die Dose ist natürlich noch ziemlich praktisch, damit kann man natürlich noch ein bisschen was machen. Ich dachte mir, ich mache da mal ein paar Löcher rein. So, und dann stelle ich einfach den Topf darauf. Natürlich der Vorführeffekt wieder.
Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ist das schön. Oh. Erstmal wach werden, aufstehen, Käffchen und Sachen packen. Jawohl. Die Nacht war echt angenehm. Der Untergrund war ein bisschen doof, aber sonst richtig schön. Sachen gepackt, weiter geht's. War eine richtig coole Tour. Ihr paddelt auch wieder ein bisschen weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Zerdrückt er noch hin, aber...